Hallo und willkommen zu einem Beispiel zum Parameterinterpretieren. Gegeben sind die Graphen von vier verschiedenen linearen Funktionen f und wir sollen diesen vier Graphen jeweils die entsprechende Aussage aus a bis f zuordnen. Über die Parameter k und d. K ist die Steigung. Kurze Erinnerung daran, wenn wir eine streng monoton steigende Funktion haben, so ist die Steigung größer als 0. Wenn wir eine fallende Funktion haben, ist die Steigung kleiner als 0. Wenn wir eine konstante Funktion haben, ist die Steigung gleich 0. Der Parameter d gibt uns Auskunft über den Schnittpunkt mit der y-Achse. Klein d oder Ordinatenabschnitt zeigt uns an, wie weit die Funktion verschoben ist. Sehen wir uns die vier verschiedenen Graphen der Reihe nach an. Beim ersten Graphen sehen wir, der ist streng monoton steigend, also ist die Steigung größer als 0. Der Graph ist um 2 nach unten verschoben, also ist das d kleiner als 0. Wir suchen in den Antwortmöglichkeiten nach k größer als 0 und d kleiner als 0, also Buchstabe, Lösungsbuchstabe e. Der zweite Graph ist streng monoton fallend und nach oben verschoben. Das heißt, das k ist in dem Fall kleiner als 0 und unser d ist größer als 0. Auch hier suchen wir wieder den entsprechenden Lösungsbuchstaben. K kleiner als 0, d größer als 0 wäre der Lösungsbuchstabe f. Die dritte Funktion, hier haben wir es mit einer konstanten Funktion zu tun, also hier ist die Steigung gleich 0. Sie ist um 2 nach oben verschoben, das heißt d ist größer als 0. Wir suchen den Lösungsbuchstaben, k ist gleich 0, d ist größer als 0 und finden, dass C hier die richtige Lösung ist. Kommen wir zum letzten Graphen noch. Auch hier sehen wir wieder streng monoton fallend. Das heißt, unser K ist auch hier kleiner als 0. Und die Funktion ist nach unten verschoben. Das heißt, das D ist ebenfalls kleiner als 0. K ist kleiner als 0, D ist kleiner als 0. Lösungsmöglichkeit Dora ist hier die richtige.